So, liebe Abonnenten des Kleopatra-Orakels, wir schauen uns heute mal eine Legung zum Thema, warum hat es so lange gebraucht, um die Liebe zu dir zu erkennen? Was war das Problem? Das ist schon in der Vergangenheit, aber ich schätze mal, viele wollen einfach mal wissen, weil sie das nie zu hören bekommen von dem Partner. Wieso hat es so lange gedauert? Tja, da hat wohl jemand auf mehreren Hochzeiten getanzt, wie es aussieht. Er hat sehr viel gesät und nicht viel geerntet. Aber er war wohl nicht imstande, Entscheidungen zu treffen, für welchen Kelch er sich entscheidet. Ja? Das heißt, er hatte sehr viele Optionen gehabt. Scheinbar ist er ein Mann oder Frau, die gut aussieht, sich gut präsentiert, viele Möglichkeiten hat. Aber wie man so schön sagt, das Leben bietet sehr viele Möglichkeiten, Optionen dauerhaft. Man muss einfach für sich die Entscheidung treffen, will ich jetzt das Auto fahren oder in der Wohnung wohnen oder dieses Kleid tragen oder diese Frau oder diesen Mann daten, ja? Aber hier scheint das Problem gewesen zu sein, dass sich der liebe Herr oder Dame sehr lange Gedanken gemacht hat, welche der vielen Optionen bietet mir das meiste. Schade eigentlich, denn er scheint ja nicht gleich erkannt zu haben, dass die Kelche nicht immer mit Liebe gefüllt sind. Das hat dazu geführt, das ist ja jetzt hier eine wunderschön gelegt, ne? Wir haben hier die 7 der Kelche, hier haben wir die 5 der Kelche und hier haben wir die 2 der Kelche, genau die Differenz zwischen den beiden. Das heißt, da er sich mit dem Thema Optionen dauerhaft auseinandergesetzt hat, hatte das Thema der tatsächlichen Partnerschaft, der Erkennung, wer meine wahre Liebe ist, nicht erkannt und deswegen landete er in Liebeskummer, weil du dich wahrscheinlich aus der Nummer rausgezogen hast. Ja? Mit der 5 der Kelche sehen wir hier 3 umgefallene Kelche, die häufig auch für Dreierkonstellationen, für Optionen eben darstellen. Derjenige hat Liebeskummer und trauert darüber, dass die Situation unglücklicherweise entweder ans Tageslicht gekommen ist oder aber, dass du es erkannt hast und einfach mal ihm den Vogel gezeigt hast und sich zurückgezogen hast und hast gesagt, mit mir nicht. Was er nicht sieht, und das ist sehr schön, ja, er sieht die 2 Kelche hier nicht, die direkt an die 10 der Kelche-Karte nebendran steht. Und er sieht ja nicht, dass vielleicht hat er noch eine Chance bei dir. Vielleicht kann er sich noch umdrehen, die 2 Kelche erkennen, die wir hier auch haben, auf dich zukommen. Ihr könnt diese 10 Kelche, die Happy Family Familie noch leben, ja? Aber aktuell scheint es sich noch in der Trauer zu befinden, was man auch hier sieht. Ich habe das Gefühl, ich habe so viel gesät, aber irgendwie nichts geerntet. Das heißt, es ist Bedauern, das ist Trauer, das ist Enttäuschung über sich selbst. Das sind innere Kämpfe. Was war ich denn für ein Vollidiot? Was habe ich denn da eigentlich gemacht? Ich habe gedacht, ich bin hier voll der Checker und kann mich hier mit allen möglichen Frauen, Männern hier bespaßen. Doch scheinbar eine von denen hat tatsächlich sein Herz erreicht und das hat er jetzt erkannt und trauert darüber, weil du scheinbar weg bist. Er schlummert jetzt in seinen Erinnerungen und Gedanken. Es kann sich ja natürlich auch um einen Ex handeln, das kann sich auch um eine Jugendliebe handeln, eine Seelenpartnerschaft, auf welchem Niveau auch immer.
Auf jeden Fall ist es eine, die Karte ist wirklich zentral, liegt sie hier. Das heißt, die Anziehungskraft ist enorm. Möglicherweise dachte ich sogar, als du gegangen bist, ja gut, einer von vielen, ja, ich habe ja noch ein paar am Laufen, das wäre jetzt kein Problem, dann kann sie wohl gehen. Und dann hat er aber gemerkt, dass dein Weggang ihm enorme Schmerzen bereitet hat. Und er diese Liebe erst für dich definieren konnte, leider erst, als du gegangen bist, nicht davor. Und jetzt kämpft er mit sich selbst. Also er ist sauer auf sich selbst. Er hofft auch, dass du noch einmal mitmachst, dass du dich noch einmal kooperativ zeigst und ihm noch eine Chance gibst. Er will dir den Ast der Kelche noch mal reichen. Er überlegt gerade unter enormer Belastung und ich meine, wir wollen schon so rumhängen, ja, auf einem Bein. Er wartet auf die ganz schnelle Erleuchtung, die ihm da in den Kopf schießt, dass er einen Weg zu dir findet, in dem ihr das erste Fundament für eine Beziehung aufbauen könnt. Es ist Potenzial da. Was ich nicht weiß, ist, ob du dich A, kooperativ zeigst, ob du überhaupt noch Bock auf ihn hast, ob du ihm eine Chance geben möchtest, ob du seine Liebe noch zu schätzen weißt. Ich weiß nicht, wie weit die Verletzungen auf deine Seite sind. Er hat es erkannt. Ich weiß nur nicht, was du für dich für eine Wahrheit erkannt hast. Wir schauen uns nochmal die Karten, die wir hier haben. Ja, schaut mal. Er hat sich ständig als der Herrscher herausgegeben. Herrscher, der aber, ja genau, immer das Gleiche in den Legungen, ja. Zwei der Münzen, zwei der Schwerter. Unfähig, sich für ein Thema zu entscheiden. Unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Sich aber nach außen als Herrscher, zu zeigen, indem man zeigt, dass man sein Reich unter Kontrolle hat, man weiß, was man tut. Ein Trick weiß man, was man tut, ja, weil man nicht fähig ist, eine Entscheidung zu treffen, ja. Aber das Rad des Schicksals hat sich gedreht. Und was ist daraus passiert? Plötzlich aus dem Herrscher kam der König der Kelche. Der König der Kelche ist einer, der eben endlich sich nicht beherrscht, sondern einer, der plötzlich in sein Herz schaut. Und sieht, oh, sie ist weg. Seine Gedanken umschlungen sein Wesen. Er ist plötzlich handlungsunfähig, total ein Wirrwarr im Kopf. Schwerter stehen immer für Gedanken, das heißt, er hat totales Kopfkino und denkt nur, was habe ich denn da gemacht? Ich habe meine Münzen überall verteilt, nur nicht da, wo sie wirklich Früchte bringen. So, wir gehen nochmal mit Klärungskarten rein, schauen wir uns mal an, welche Informationen wir noch dazu bekommen. So, eine Karte für sieben der Kelche. Ja, sieben der Kelche. Und die sechs der Kelche. Ich habe Optionen gelebt, obwohl meine wahre Liebe direkt neben mir war. Wir haben wunderschöne Zeit gehabt, die ich nicht zu schätzen gewusst habe, weil ich mich wie ein Kind benommen habe und habe gedacht, in anderen Sandkasten sind bessere Spielzeuge. Mit fünf der Kelche, ja, die fünf der Kelche sind genau deswegen gefallen, weil er keine Entscheidung oder sie getroffen hat, sondern Optionen gelebt hat. Nichts anderes, es ist genau das Gleiche, was wir hier auch haben. Zwei der Schwerter, zwei der Münzen. Keine Entscheidung, gleich Liebeskummer. Ja. Und plötzlich alles, was so schön ausgesehen hat, die Vision, eine Happy Family Time mit dir oder mit jemand anderen, das weiß man nicht, aber die Idee dessen, dass man sowas sucht und gerne hätte, ist wie ein Riesenballast auf seinem Rücken geworden und kaum zu ertragen. Eigentlich ist er am Ende mit diesem Thema.
Er wollte 10 Kelche erreichen, erreicht hat aber 10 Stäbe, die er jetzt hier auf seinem Rücken trägt und zum Schluss tragen soll. Na dann, viel Spaß. Er muss das ja nicht machen, er kann sie ja ablegen und mit dem Ast der Stäbe starten oder irgendeinem anderen Ast, hat er ja auch hier Ast der Kelche. Das könnte eine Variante sein, also mit einem Kelch zu starten, um 10 Kelche zu erreichen, finde ich eine gute Variante. Ja. Zwei der Kelche habe ich erkannt. Ich hätte sie mit ihm haben können. Erreicht habe ich einen ausgetrockneten Baum in eine Kälte mit einem kleinen Blumenlein, der hier noch wächst, aber der sieht so traurig aus. Ja, also absolute Mangelsituation. Alle fühlen sich verlassen, alle fühlen sich unglücklich. Ja, es hätte so schön sein können. Mit 6. Kelche haben wir hier eine Situation und der 9. Kelche, dass die Liebe, an die man sich erinnert, wo man in einem wunderschönen Kopfkino sich bewegt, wo man sich zurückerinnert, welche schöne Zeiten man gehabt hat, katapultiert einen das Gefühl der Wunscherfüllung, des Ziels, des vollkommenen Glück. Nur leider sind es nur 9 Kelche und keine 10. Das heißt, jetzt kann ich zwar mein Glück erreichen, aber es wird nie vollkommen ohne diese Person. Ja. Die 5. Stäbe ist eine Karte eben der Streiterei oder auch der Zusammenarbeit, der innere Kämpfe oder der äußeren Kämpfe. Im Grunde genommen, er ist ja sauer auf sich selbst. Er kämpft mit sich selbst. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich das nochmal wuppen? Wie soll ich sie nochmal überzeugen, dass ich, ja genau, der Innenkarte haben wir gerade Justice. Das heißt, es muss eine Entscheidung der Gerechtigkeit getroffen werden. Das, was hier nicht geschehen ist, muss jetzt mit einer großen Arkana unter Druck, denn was wir hier sehen, erzeugt werden. Das heißt, er arbeitet die geistige Welt ganz klar an diesem Thema und rückt alles, wovor er sich vielleicht mal wehrt und versucht zu kooperieren und dann sich wieder wehrt, innere, äußere Kämpfe mit dir, mit der geistigen Welt, was auch immer, um auf eine höhere Stufe endlich zu kommen, über sich hinauszuwachsen und endlich mal eine gerechte Entscheidung zu treffen, die das Herz des anderen endlich berührt. Lustig, ne? Deswegen liebe ich Karten. Was habe ich gerade gesagt? Die Entscheidung muss getroffen werden, um das Herz des Herzensmanns, Herzensfrau zu erreichen. Aber jetzt mit voller Nachdruck, ja? Jetzt hat man keine Zeit, jetzt hat man keine Wahl, jetzt werden keine Optionen mehr gelebt. Jetzt gibt es nur noch Top oder Flop. Ja, wunderschön. Ich lege nochmal weitere Karten und dann sage ich euch gleich, um was es hier geht. Ja, der Gehängte, der steht auch voll unter Druck, ist auch natürlich eine große Arcana-Karte. Und diese Karte zeigt, du hast jetzt keinen großen Zeitrahmen, in dem du deine Entscheidung treffen kannst. Die hattest du mit der 2 der Schwerter. Hast du aber nicht gemacht. Also müssen wir den Druck jetzt erhöhen und den verspürst du jetzt enorm. Und deine Unentschiedenheit, die wir schon hier gesehen haben, ja, mit 2 der Schwerter, 2 der Münzen, ja, da sind bestimmt noch im Hintergrund 2 der Stäbe und so weiter. Diese ganze Unentschlossenheit, die du in deinem Leben mitträgst, ich könnte mir gut vorstellen, nicht im Beruflichen, nicht im Beruflichen, da bist du bestimmt total klar, wie du handelst. Aber in der Liebe
Du weißt es nicht. Du lebst Optionen. Doch jetzt hat Karma zugeschlagen. Und Karma sagt, entweder triffst du jetzt deine Entscheidung oder das Rad des Schicksals trifft für dich die Entscheidung. So oder so wirst du gezwungen, den Weg der Partnerschaft, der Erkenntnis, des Handels im Namen der Liebe zu treffen. Es ist nur die Frage, wie freiwillig tust du das? Wie viele zusätzliche, ich meine, hier kannst du noch alleine die Entscheidung treffen, ja? Hier kriegst du noch Druck von oben, ja, damit das Hängen vielleicht noch mehr wehtut, damit du schneller zu dieser Erkenntnis kommst. Aber hier dreht sich das Rad natürlich behilflich für dich. Sie dreht sich für dich, damit der Plan, der vorgesehen ist für dich, endlich mal in Wirklichkeit tritt. Nur es kann sein, dass das alles, wovor du hier Angst hast, was hier so zu Ballast wurde, ich meine, es muss ja einen Grund geben, warum du die Entscheidung nicht getroffen hast, ja? Vielleicht lebst du noch in einer Partnerschaft, vielleicht bist du ewiges Single und du hast so viele Verletzungen aus der Vergangenheit, dass du dich einfach gar nicht mehr traust, eine neue Beziehung einzugehen. Dem wirst du dich jetzt stellen. Und möglicherweise werden Situationen im Außen auf dich zukommen, wo du gar nicht mehr weißt, wo rechts, wo links ist. Und du kannst nur noch geradeaus gehen. Und am Ende der Straße steht deine Herzdame, Herzmann. Und du wirst nicht mehr ausweichen können. Du wirst dich deinem Ängsten stellen müssen. Und unten haben wir die Welt. Und die Welt repräsentiert wunderbar den Abschluss des karmischen Zyklus. Ist das nicht wunderschön? Du hast keine Wahl. Du als Herzensdame, die dem zuschaut, du kannst ja jetzt eigentlich nur noch Popcorn machen, vielleicht nochmal ein Glas Wein vorbereitet, Fernseher einschalten, Tee trinken und abwarten. Er wird kommen und er wird anklopfen. Und er wird sehr demütig sein. Das kannst du dir schon mal jetzt aufschreiben. Du kannst dieses Video auch in deine Playlist gleich speichern und vielleicht mal, weiß ich nicht, in 2 Wochen nochmal anschauen. Aber zumindest mal dann, wenn er angeklopft hat. Also er hat keine Wahl. Also das Schicksal will, dass es jetzt passiert. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung viel Hoffnung schenken. Also es gibt hier nichts, nichts, wovor du Angst haben kannst. Muss. Alles spricht für dich. Wenn du mit dieser Legung resonierst, und bedenke bitte, das ist eine allgemeine Legung, ja? Aber wenn du mit dieser Legung resonierst, dann kann ich dich nur beglückwünschen, denn das ist Jackpot für dich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du ihn noch haben willst, aber er will dich auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.